Hallo meine lieben Buddies und alle, die es noch werden wollen. Heute zeige ich euch, wie man an dieses Portal kommt, in das Reich der Schätze. Aber genug der Vorrede, fangen wir mal an. Es geht los, wo farm ich am besten Goblins? Hier seht ihr das nördliche Hochland. Das ist ein sehr guter Spot, um Goblins zu farmen. Auf der kompletten Karte können sich überall Goblins befinden. An dieser Stelle habe ich ihn hier gefunden, wie ich es euch auf der Karte gezeigt habe. Das Einzige, was ihr noch machen müsst, ist dann den Goblin jagen und umbringen. Mein Gear ist leider noch nicht so gut. Naja, hier der zweite Spot, die Höhen von Aranea. Ja, manchmal direkt am Anfang sogar einen Goblin erwischt. Aber solltet ihr am Anfang keinen Goblin erwischen, dann ist das auch nicht so schlimm, denn es gibt noch einen zweiten Spot, an dem ein Goblin immer auftaucht, wenn er da ist. Und zwar ist das hier. Es ist an diesem Durchgang, wo sich die Treppe befindet. Gleich am Anfang, wenn ihr reinkommt, habt ihr entweder im Süden oder im Norden eine Treppe, die ihr hochgehen könnt, mit so einer Nische drin. Wenn ihr Glück habt, steht dort so eine Spinne. Also genau diese Spinne steht dort. Und ihr habt eine Truhe, vor die die Spinne steht. Und ihr habt eine gefangene Leiche, vor der diese Spinne steht. Und wenn ihr die Spinne besiegt habt, macht ihr euch am besten daran, diese Leiche hier mal anzuklicken, die hier eingesponnen ist, denn dann werdet ihr feststellen, huch, oh mein Gott, da ist ein Schatzgoblin drin. Und der flüchtet dann natürlich auch gleich, sobald man das Ganze angeklickt hat. Das mache ich jetzt gleich mal. Plopp, Schatzgoblin. Ja, dann zündet ihr natürlich alles, was ihr habt, um den Goblin umzubringen. Die sind nämlich recht schnell immer unterwegs. Und wenn ihr Glück habt, habt ihr das Reich der Schätze. Wenn nicht, dann nicht. Ansonsten gibt es natürlich noch weitere Spots. Der dritte Spot ist folgender. Dieser hier. Ihr seht es schon auch auf der Karte gleich am Anfang sogar einen hier getroffen. Auf dem Kern des Ariad. Wer im Kern des Ariad kein Glück hat, kann auch gerne nochmal zurückgehen auf die Turm der Verdammten, Ebene 1. Da gibt es auch ab und zu mal eins. Jetzt zeige ich euch noch, was ihr nicht für ein Portal haben wollt. Das ist dieses hier. Das sieht zwar aus wie ein tolles Portal, was ein Goblin spawnt. Ist meistens so ein blauer Goblin, der das spawnt. Aber ihr kommt nur hier hin. Das ist ein altbekanntes Level. Ja, da wollen wir nicht hin. Da kriegt man nur Augenkrebs von. Weil es so süß aussieht, dieses süße Pony. Ja, da wollen wir nicht hin. Da gibt es zwar auch einiges zu erbeuten, aber es dauert einfach auch zu lange, bis man da einmal durchgelaufen ist. Und Schatzgoblins gibt es hier eh nicht. Höchstens ein Regenbogenschwert. So, hier habe ich es im nördlichen Hochland gefunden. Also wie gesagt, eine Farmroute, die man immer wieder ablaufen kann. Nördliches Hochland, Höhle von Aranea, Krater des Ariad. Und dann gucken wir mal, wie viel Gold wir jetzt haben. Ungefähr 5 Millionen Gold haben wir jetzt. Denn im Reich der Schätze gibt es einiges zu erbeuten. Am besten ist, ihr nehmt nicht nur alle Goblins und so weiter mit, weil es gibt hier auch Schatzgoblins, die ihr killen könnt. Richtige Schatzgoblins, die auch wieder Portale öffnen. Allerdings, das Beste, was ihr hier machen könnt, ist, alle die kleinen Goblins zu killen und diese ganzen Schätze im Umkreis noch zu öffnen. Also diese ganzen Truhen und so weiter, was es da alles gibt, kaputt zu machen. Da seht ihr ja schon, da kommt einiges an Gold raus. Ich spiele hier auf Qual 1, also so viel Gold auf Qual 1 werden wir jetzt nicht ganz finden. Aber wenn man natürlich auf Qual 6 spielt, erhöht sich dieser Goldfund um das ungefähr 6-fache, 7-fache, je nachdem. Und wenn man dann noch Glück hat, weswegen wir das Reich der Schätze ja besuchen, ist ein spezieller Gegenstand. Dieser Gegenstand möchte ich noch nicht allzu viel verraten, aber ich denke mal, wenn ihr danach gesucht habt, ihr wisst ja schon, was ich meine. Dieser Gegenstand ist ein legendärer Edelstein. Diesen legendären Edelstein wollt ihr natürlich haben. Und warum, zeige ich euch dann gleich nochmal. Hier seht ihr nämlich zum Beispiel, gibt es auch diese normalen Schatzgoblins. Die kann man auch nochmal töten. Kriegt man nochmal Gold. Und was man vor allen Dingen bekommt im Reich der Schätze, sind nochmal ziemlich viele Edelsteine. Wirklich viele Edelsteine. Also ich habe wirklich viele Edelsteine gefunden. Aber die braucht man natürlich auch, wenn man sich wirklich richtig hochwertige Edelsteine herstellen kann. Wenn man Glück hat, findet man das Reich der Schätze gleich beim ersten Schatzgoblin. Wenn nicht, muss man so wie ich 20 bis 30 farmen oder sogar mehr. Es können auch mal 50, 60 Schatzgoblins sein. Aber mit der von mir gezeigten Route
könnt ihr das immer wieder im Abenteuermodus oder im normalen Szenario-Modus, Kampagnenmodus machen. Dann findet ihr immer wieder die Möglichkeit, ein Portal zu erhalten. Ihr klickt dann hier beim Boss auf diese Kiste, damit der Bosskampf losgeht. Oben hat er so ein paar Goblins auch drin, die er im Kampf immer mal abwirft. Ich zeige euch auch gleich mal, warum er diese abwirft. Er hat nämlich eine spezielle Attacke, bei der er anfängt, uns zu rammen oder gegen Wände zu rammen. Wenn er uns nicht trifft und eine Wand trifft, dann wirft er einen Schatzgoblin ab, den man dann noch versuchen kann zu killen. Allerdings klappt das hier meistens alleine nicht so gut, wenn man nicht gerade ein besonders gutes Equip hat, wo der Schatzgoblin relativ schnell down geht. Der öffnet nämlich gleich ein Portal und in das verschwindet er sofort. Also der öffnet nicht mehrere Portale, sondern der verschwindet sofort. Im Laufe des Kampfs wirft unser gefräßiger Freund, die Mutter aller Goblins oder der Vater aller Goblins, hier ungefähr so 5 bis 7 Goblins ab, die ich empfehlen würde, wenn man in der Gruppe ist. Einer kümmert sich erstmal um den Boss, lockt den so ein bisschen weg und die anderen kümmern sich dann um die Goblins. Das heißt aber auch, die dürft den Boss nicht töten, bis oben dieser Tornister leer ist, wo die Goblins rauskommen. Ich spiele hier auf Qual 1 mit nicht ganz so tollem Equipment ein Whirlwind Barbarian, der leider noch nicht alles hat und noch nicht komplett so geskillt ist, wie ich das gern hätte. Sonst würde das natürlich schneller gehen und wir hätten vielleicht dann Qual 2 oder 3 machen können. Aber ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr diesen guten, gut aussehenden Dämon dann besiegt, so wie jetzt gleich gezeigt, passiert dann Folgendes. Er stirbt! Aber das ist noch nicht alles. Nein, es kommt jetzt gleich ein Karton, nein, eine Kiste, die ihn tötet. Und diese Kiste kann man öffnen. Ich gucke hier gerade nochmal alles ab, ob man alles Mögliche eingesammelt hat. Denn im Kampf droppen nochmal Gegenstände und Gold. Und dann passiert Folgendes. Ihr müsst die Kiste noch manchmal ein, zweimal öffnen. Dann kommen immer mal noch ein paar Sachen raus. Wenn dann nichts mehr rauskommt, dann könnt ihr es lassen. Sammelt erstmal alles Gold ein. Und dann passiert es. Wenn ihr das erste Mal hier seid, habt ihr auf jeden Fall den besagten Edelstein, den wir finden wollen. Und wir haben ungefähr 21 Millionen Gold. Von vorher 5 Millionen Gold, also 15 bis 16 Millionen haben wir auf jeden Fall gefunden. Und dann haben wir diesen wundervollen Edelstein, den wollt ihr haben, auf Englisch Boon of the Hoarder genannt. Und der gibt euch nochmal die Möglichkeit, wenn ihr einen Gegner tötet, einen speziellen Goldexplosion auszulösen, also den Goldfundbonus nochmal sozusagen zu erhöhen. Und das wollt ihr, denn wenn ihr danach nochmal Goblins tötet, andere Wesen tötet, findet ihr meistens doppelt, dreimal so viel Gold wie vorher. Und da müsst ihr noch nicht mal mehr ins Reich der Schatzgoblins zurück, obwohl das natürlich sehr geil wäre, weil man dann nochmal ungefähr doppelt oder dreimal so viel Gold finden kann wie vorher. Das ist natürlich super. Aber was auch wichtig ist, dieser Edelstein geht nur in Verbindung mit Schmuck. Ja, und ihr habt auch noch den Vorteil, dass bei Level 25, wenn ihr den Edelstein auf Level 25 bringt, das geht nur durch große Nephalem-Portale, beziehungsweise Nephalem-Portale, am Ende diesen Edelstein dann eben aufzurüsten, dann gibt es eben auch nochmal diesen zweiten Spezialskill, den dieser Edelstein hat. Und das ist, ja, soweit eigentlich ganz einfach erklärt, aber gar nicht mal so einfach gespielt, denn um in dieses Reich der Schätze zu kommen, habe ich schon so, sagen wir mal, 4 Stunden ungefähr gebraucht und ungefähr so zwischen 20 und 30 Goblins gekillt. Jetzt bei meinem zweiten Anlauf habe ich so bis jetzt, sagen wir mal, 30 bis 40 Goblins gekillt und es immer noch nicht gefunden. Naja, das heißt, ich denke mal, die Chancen stehen so zwischen 10% und 20% eventuell so einen Goblin zu finden, schätze ich jetzt einfach mal. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ihr findet den Goblin, der das Portal öffnet und wünsche euch viel Glück dabei. Habt ihr jetzt gesehen, wie die Farmroute verläuft, also nördliches Hochland, Ariad-Krater, der Kern des Ariad sozusagen und natürlich nochmal Königin Aranea. Ansonsten, ihr könnt natürlich auch beim Akt 3 nochmal den Turm der Verdammten, Ebene 1 spielen. Da geht es ja nur im Kreis drumherum, da kommt auch mal ein Goblin. Aber das Beste ist immer nördliches Hochland, da habt ihr mindestens zu 50% ein. Im Kern des Ariad, sagen wir mal so
um die 40 bis 30% ein und bei Königin Aranea ja auch so 30 bis 40% dort in diesem Level ein. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch einen Daumen hoch und ansonsten schreibt was in die Kommentare. Vielen Dank. Tschüss.